Es geht hier um die Theorie der Kraftschraube. Eine Kraft F und ein Moment M seien bezogen auf einen Ursprung ermittelt worden. Und jetzt möchte ich haben, dass das Moment und die Kraft F parallel sind. Deswegen suche ich mir einen beliebigen Ortsvektor aus und addiere da F und minus F nochmal drauf. Die Kraft F und minus F fasse ich jetzt zu einem Moment zusammen, sodass ich also die Kraft F jetzt an einem Ortsvektor R angreifen habe. Und die Bedingung, das neue Moment soll parallel zu F sein. Wir haben also ein neues Moment, das ist gerade das alte Moment, plus R, der unbekannte Vektor, kreuz minus F. Und das soll parallel zu F sein. Deswegen wird jetzt kreuzweise das multipliziert. Wenn ich diesen Vektor mit F kreuze, muss das Ergebnis 0 sein. Und dann steht da F kreuz M minus F kreuz R kreuz F ist gerade gleich 0. Und dann kann ich natürlich sagen F kreuz M ist gerade F kreuz R kreuz F. Jetzt gilt die Batzap-Regel A kreuz B kreuz C ist gerade B AC minus C AB. Hier angewendet B AC minus C AB. Das kann ich jetzt nach dem Ortsvektor auflösen, indem ich die Gleichung durch F² teile. Und dann bekomme ich raus R F kreuz M dividiert durch F². Ja, und das hier, das ist ein Vektor, der hat erstmal die Richtung von der Kraft. Und wenn ich den noch durch F² dividiere, ist das halt irgendeine Zahl mal der Richtung von R. Das heißt, ich kann noch sagen, plus Lambda mal, ich habe mich versprochen, der Richtung von der Kraft. Ich kann also im Prinzip zu meinem so rausgefundenen Ortsvektor was Beliebiges in Kraftrichtung dazu addieren. Im Speziellen haben wir die Kraft F und diese Kraft F ist gerade gleich. In 1 Richtung wirkt die Kraft F1 minus der Kraft F2 und sonst wirkt da nichts. Und dann wirkt noch das Moment. Und das Moment ist erstmal das M1 in E2-Richtung. Dann habe ich das M2 in minus E3-Richtung. Dann habe ich die Kraft F2, die mit dem Hebel A nach der rechten Handregel einen Moment in minus E2-Richtung bildet. Also minus F2 mal A. Und bei F1 kann ich auch den Daumen in die E2-Richtung bringen. Und dann habe ich plus F1 mal 2a. Das ist also das Moment. Wenn ich die Zahlen bilde, kann ich das machen. Und dann habe ich F1 ist 12 minus F2 ist 14. Und dann kommt minus 2 raus für die Kraft. Und dann kann ich das hier unten nochmal machen. Dann habe ich M1, das sind 20. F2 mal A sind 98, F1 mal 2 mal A sind 168 und M2 sind minus 18. So, 168 minus 98 plus 20 habe ich 90 raus, minus 18, 0. Also das Moment. Jetzt kann ich den Ortsvektor R bilden, indem ich F kreuz M bilde. Minus 2, 0, 0 wird gekreuzt mit 0, 90, minus 18. Und das wird durch F Quadrat geteilt, durch, also 2 Quadrat ist 4. Das können wir sofort haben. So, was kommt da raus, wenn ich das Kreuzprodukt bilde? Da haben wir erstmal eine minus 180, dann haben wir eine 0 und dann haben wir eine minus 36. Das Ganze ist noch durch 4 zu teilen
Und dann habe ich raus eine minus 9 und eine minus 45. Das ist allerdings noch nicht das fertige Endergebnis, auch wenn das Institut das gerne hätte, weil ich muss da ja im Prinzip noch aufaddieren, plus Lambda mal 1, 0, 0. Das heißt, die erste Komponente kann jede beliebige Zahl nehmen und die 0 für die erste Komponente ist also keineswegs gesichert. Ja, und nehmen wir mal an, wir hätten eine Kraft in einer beliebigen Richtung, dann wäre gar keine Komponente klar. Das heißt, das, was der Lehrstuhl hier macht, ist eigentlich nicht richtig, aber immerhin die minus 9 und die minus 45. Wir können erklären, wo diese Zahlen herkommen und auch die 0. Nur wie gesagt, dazu müsste in x1-Komponente noch eine beliebige Zahl aufaddiert werden.